oben! Öffnen Sie den Tresor, dann passiert Ihnen nichts. Oh mein Gott. Wollen Sie sich deswegen vielleicht umbringen lassen? Kann ich mal Ihren Führerschein sehen, bitte? Natürlich. Los, abhauen! Hinter dieser Maske verbirgt sich Walter Matthau als Charlie Varrick. Er hat gewendet. Das Schwein kommt zurück. Steck das Ding weg. Kommt nicht in Frage. Amen, wir sind Flieger für die Schädlingsbekämpfung und die fuchteln nicht mit Revolvern rum. Steck das Ding weg. Eins kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Was, Sheriff? Das waren Profis. Nichts, was einer Spur auch nur ähnlich sieht. Gar nichts. Deine Kanone, Amen. Denkst du etwa im Ernst, dass wir ohne Waffen auskommen? Gib mir den Revolver. Charlie Varrick ist ein knallharter Bursche in einem knallharten Film. Etwas für Kenner. Die Geschichte eines Bankraubes mit ungeahnten Folgen. Die Geschichte eines Mannes, der von der Polizei und der Mafia gejagt wird. Ein Mitarbeiter des Sheriffs schwebt noch in Lebensgefahr. Eine halbe Million? Harold Young, der Filialleiter der Bank, schätzt, dass die Banditen weniger als $2000 erbeutet haben. Wen wollen die verarschen? Uns? Es ergibt keinen Sinn, Es sei denn was? Dass wir heißes Geld haben. Fantastisch! Sowas nenne ich Glück, Charlie. Pech solltest du lieber sagen. Das Geld gehört mit Sicherheit der Mafia. Es ist Geld vom Spieltisch oder meinetwegen aus dem Hurenhaus, vom Rauschgifthandel. Die Mafia tötet dich, ohne Gerichtsverhandlung. Sie hört nicht auf, dich zu suchen. Nicht bevor du tot bist. Ich hätte lieber 10 Leute vom FBI auf den Fersen als die Mafia. Ich muss vielleicht ein bisschen Geld unterbringen. Heiß? Beinend heiß. Was wollen Sie? Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was nicht bedeutet, dass ich Sie nicht, falls notwendig, aus dem Fenster werfe. Ich habe keine Angst. Was wollen Sie also? Ich will nur Boyle. Harmon Sullivan? Ja, ich bin sein Partner. Harmon, wo ist Charles Varrick? Dieser Film trägt die Handschrift eines Profis, Don Siegel, dem Regisseur des Welterfolges Dirty Harry. Ein Film aus dem brutalen Alltag Amerikas.